Harry, willkommen im australischen Outback. Und wenn ihr hier in Australien seid, immer was zu trinken einpacken, denn hier herrscht eine dolle Hitze. Ernsthaft, hier kann man austrocknen. Immer denken, Wasser mitnehmen. Ich habe das eingeschaltet und in Australien, das kommt aber bestimmt schon erkennt durch die, ja, in Australien, da gibt es schon viele Giftschlangen und giftige Echsen und Giftspinnen und so. Da immer vorsichtig sein. Aber wir reden jetzt nicht über Giftschlangen und Giftspinnen, nein. Wir reden einfach über süße Tiere, wie zum Beispiel Koalabären. So, diese Gegend ist schon viel besser. Hier befinden sich mehr die Koalabären in grünen Wäldern. Australien ist eigentlich mehr von Sand bedeckt, aber auch von einem Gebiet mit grünen Wäldern. Und ja, Eukalyptuswald nennt man sowas. Und hier ernähren sich die Koalabären von Eukalyptusblättern. Was Menschen nicht probieren sollten, Eukalyptusblätter sind äußerst giftig. Aber Koalabären essen sowas, weil da sehr viel Flüssigkeit drin ist in den Eukalyptusblättern und gibt ihnen halt Nährstoffe und Energie. Und weil die Verdauung deswegen so schwer ist, schlafen Koalabären die meiste Zeit am Tag, weil sie ihre Energie dafür verbraucht haben am Morgen mit dem Verdauen der Blätter. Deswegen sind Koalabären meistens nur nachts aktiv. Also wenn man einen fröhlichen, glücklichen Koala sehen möchte, dann muss man meistens nachts aus dem Haus gehen. Koalabären werden auch ganze 13 bis 18 Jahre alt und wiegen ganze 4 bis 15 Kilogramm und werden ganze 60 bis 85 Zentimeter groß. Ja, und außerdem sind sie sehr flauschig. Koalabären haben eigentlich nichts so in einer Wüste in Australien zu suchen und deswegen, wenn ihr jemals in Australien seid und einen Koala seht, dann am besten den Tierschutz anrufen oder Hilfe halt, denn so können Koalabären aussterben, wenn sie in der Wüste sind. Und wenn sie am Boden herumlaufen. Sie sind meistens in den Bäumen, weil manche Kojoten oder so, also australische Wildhunde, dann eben meistens Koalabären am Boden jagen und fressen dann halt. Und wenn die dann mal in der Wüste stranden sollten, was hoffentlich nicht der Fall ist, bewachen die sich immer meistens in den Wangen ein bisschen auf, manchmal Blätter auf. Da müssen sie nicht immer neu greifen und neue Blätter essen. Nein, sie bewahren sich dann immer was in den Backen auf. Machen manche Tiere. So haben sie immer was manchmal zu essen zwischendurch. In Australien ist auch wohl das bekannteste Tier aller Zeiten. Eigentlich ist das Känguru, aber das Tier ist auch sehr bekannt. Ist das einzige Säugetier, was Eier legen kann. Das Schnabeltier. Eine Kombination aus Ente und Biber. Wer hat wohl den Versuch gemacht? Ja, also das Schnabeltier gehört zu den einzigen Säugetieren, die Eier legen und die werden auch nicht gerade so groß, meistens nur so 3 bis 5 cm groß. Männliche Schnabeltiere haben sogar manchmal auch solche Giftstacheln an den Hinterbeinen, um Angreifer, so andere Schnabeltiere, die meistens das Nest, die Eier kaputt machen möchten, oder wenn auch ein Mensch zu nahe kommt, dann verteidigen sie sich mit den Giftstacheln halt. Also es ist jetzt nicht tödlich, wenn ein Mensch davon gestochen wird, nein, aber es wird dann wehtun und das für ein paar Monate sogar. Aber nicht jetzt halt so giftig für Menschen. Wir werden das noch überleben, so ein Stachel. Schnabeltiere werden auch ganze 43 bis 50 cm groß und werden bis zu ganze 17 Jahre alt. Ja, und die haben auch einen bestimmten Schnabel und da befindet sich schon der sechste Sinn, den sie haben. Wir Menschen haben nur 5 Sinne. Einmal fühlen, hören, sehen, riechen und schmecken. Das Schnabeltier hat gleich einen sechsten Sinn. Ja, wenn ein Schnabeltier im Wasser unterwegs ist, da lässt es alle Sinne aus, da machst du die Augen zu, verschließt die Nasenlöcher, schmeckt nichts, fühlt nichts, hört nichts. Nein, also es verschließt die Ohren und Nasenlöcher halt so, damit kein Wasser eindringt. Denn sie haben einen anderen Sinn, Elektrosubsorption. Da fragen sich die meisten, was ist das? Ganz einfach. Meistens im Wasser befinden sich meistens dann so elektrische Wellen. Und die spürt das Schnabeltier halt mit dem Schnabel.
Also irgendwo krabbelt hier zum Beispiel ein kleiner Flusskrebs, das essen die gerne. Das Schnabeltier schwimmt dann so entlang und spürt dann elektrische Wellen und die treffen auf den Schnabel und die leiten dann vom Schnabel ins Gehirn. Und so kann es sich ein Bild machen, wie die Umgebung aufgebaut ist. Und so kann es sich nicht verletzen, wenn es im Wasser unterwegs ist. Das nächste Tier ist ein bisschen unheimlich, aber auch süß. Es ist der tasmanische Teufel, auch bekannt als Beutelteufel. Tasmanische Teufel leben in Australien so in auf einer Insel namens Tasmanien. Und tasmanische Teufel haben auch mal an der südlichen Küste von Australien auch gelebt, aber die müssten dann so im 14. Jahrhundert ausgestorben sein, leider. Tasmanische Teufel werden so 57 bis 56 cm groß und ganze 6 bis 8 Kilogramm schwer. Der tasmanische Teufel ist nicht wie die anderen Raubtiere, also ein Löwe, der würde mich am liebsten gleich fressen, weil er auf mein gutes Menschenfleisch oder normalerweise gesundes Fleisch, junges Fleisch steht. Aber der tasmanische Teufel, der steht auf verdammtes altes Fleisch. Sagt ja die Recycler, sie fressen nicht nichts Neues so. Nein, also als tasmanischer Teufel würde mich jetzt nicht angreifen wollen, denn die recyceln mehr so gesagt. Sie essen die toten Tiere und warum sie so scharf drauf sind, sind die Knochen. Vor allem das Knochenmark. Da sie haben so spitze, scharfe Zähne, dass sie einen Knochen durchbrechen können. Das muss man sich ja noch vorstellen. Meine Zähne sind dafür viel zu schwach. Aber die von einem tasmanischen Teufel, die haben genug Kraft, um an das Knochenmark in unseren Knochen ranzukommen. Wenn sie auch so richtig wütend werden, kann man das sehen, denn an ihren rosanen Ohren, die werden dann, wenn sie wütend werden, da kommt immer mehr Blut in die Ohren, da werden sie knallig rot. Das ist ein Zeichen für: Achtung, ich bin jetzt richtig wütend. Da sollte man ein bisschen, doch lieber ein bisschen Abstand halten, denn die sind schon ein bisschen gefährlich, aber auch süß. Und sind auch farbenblind. Sind manche Tiere. Nicht alle Tiere können so gut sehen wie wir Menschen. Also alle Tiere sind ein bisschen anders. Aber dazu ein anderes Video mal. Also das war's. Ich will die Schlange. Was ist denn hier mit den giftigen Schlangen denn hier los? Gut, das war's schon wieder mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schaut mir beim nächsten Mal wieder ein. Da drehe ich euch ein Video über die Augen von Tieren, wie ich schon gesagt habe. Wenn es euch gefällt, lasst mir gerne Daumen hoch, dann drehe ich auch so ein Video. Und manche fragen sich: Hey Chris, du hast das Känguru vergessen. Nein, davon habe ich schon mal früher ein Video gedreht. Schaltet unbedingt da auch ein. Das war auch sehr spannend, über Kängurus was zu lernen. Und tschüss, bis zum nächsten Mal. Ach so, bevor ich vergesse, wenn ihr in Australien seid oder in Afrika, immer was zu trinken einpacken, da wird es sehr warm.